Oh, ich finde das so herrlich. Ein Elefant. Ich habe noch nie einen Elefanten gesehen. Das klingt jetzt komisch. Natürlich habe ich einen Elefanten in Real Life gesehen, aber hier noch nicht. Hier noch nicht. Und was für eine schöne Gegend. Ich bin ja immer so ein bisschen neidisch eigentlich auf diese Gegenden, die wir entdecken. Ich denke manchmal, ich habe das schon mal erzählt, ich denke manchmal, ich habe zu voreilig gebaut. Ich denke das manchmal wirklich. Lag vielleicht daran, dass ich die Schnauze voll hatte vom Rumlaufen. Aber hier ist ein Elefant. Den ersten Elefant, den wir sehen. Ich finde das so cool. So cool. Dr. Sachs, more courageous. Der erste Elefant, der... Tut er mir was? Nö, ne? Den werde ich natürlich nicht töten, ist ja klar. Aber ist das der einzige hier? Ist hier nur ein Elefant? Das ist ja total einsam. Das muss ein Elefantenbulle sein. Bullen sind immer Einzelgänger bei Elefanten. Oder sind hier noch mehr irgendwo? Aber hier sind sonst keine. Ah, nice, dass wir den gefunden haben. Das freut mich wirklich. Ja. Ja. Und da kommt eine Village. Dann kommt ein Village. Ja, die Reise geht gut los. Die geht gut los. Elefant. Da es nur einer ist, könnte der eigentlich auch einen Namen bekommen, ne? Eumel. Mir fällt kein Name ein. Mir fällt kein Name ein. Wie heißt der denn jetzt? Der heißt jetzt Eumel. Ist völlig egal. So, Eumel. Eumel? Du bist hier vermerkt. Du wohnst hier jetzt. Oder du wohnst da schon immer, aber jetzt haben wir dich entdeckt. So, tschüss, Eumel. Tschüss, Eumel. Wo war das Village jetzt? Na, wir laufen ganz gut. Wir laufen jetzt hier. Da ist, hier ist noch ein Elefant. Okay, hier sind noch mehr Elefanten. Das streut sich hier etwas. Da oben ist auch noch einer. Oder was ist das da? Das Elefantendorf. Da oben ist auch noch einer auf dem Hügel. Zoom? Ja? Lass uns mal das Fernglas ein bisschen benutzen hier. Die Gegend erkunden. Elefanten. Da ist auch noch einer. Das Elefantendorf. Das Elefantendorf. Elefant. Es hätte mich auch schwer gewundert. Hier sind überall Elefanten. Da ist auch noch einer. Mein Gott, wir haben jetzt schon 6 oder 7 gezählt. Gesehen. Das freut mich ja wirklich. Und das Dorf hat seinen Namen auf jeden Fall weg. Das ist definitiv das Elefantendorf hier. Ich weiß gar nicht. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Egal. Da kann man eh nicht alle Tiere reinbekommen. Ein Pet-Amulett hätte ich gerne noch mitgenommen. Und zwar das hier. Pet-Amulett. Aber das machen wir ein andermal. Das machen wir wirklich ein andermal. Wir markieren ja auf unserem Atlas, wo bestimmte Tiere sind. Und wenn wir eins davon haben wollen, dann holen wir uns das. Ein Pet-Amulett stellt man aus Goldnuggets her und aus einem Diamanten. Und mit diesem Pet-Amulett kann man bestimmte Tiere aus der More Creatures Mod von Dr. Sark einfach mitnehmen. Also pro Tier ein Pet-Amulett oder pro Pet-Amulett ein Tier kann man mitnehmen. Das geht aber nur bei kleineren Tieren, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich so gehört. Hat mir, glaube ich, Hanne gesagt. Stimmt das, Hanne? Hanne, stimmt das? Kannst du mal... Was war das? Stechpflanze? Oh, da ist ein kleiner Elefant. Das ist ein kleiner Elefant. Hallo. Kuckuck. Hallo, Dörfler. Ein kleiner Elefant. Kuckuck. Ein kleiner Elefant. Der macht auch einen anderen Ton. Nice. Nice. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Doch. Artischocken gegen Smaragde. Ja, ich habe jetzt nichts dabei. Aber weißt du was? Ist auch egal. Das Dorf ist so nah an unserem Haus. Die Elefanten sind so in der Nähe. Das ist nicht weit.
Das ist überhaupt nicht weit. Da müssen wir jetzt gar nichts machen, was Handeln angeht. Das können wir alles später machen. Moment mal, da würde ich gerne einen anderen Marker setzen. Anderen Marker? Nehmen wir mal... Elefantendorf. Ist jetzt nicht besonders einfallsreich, aber das soll uns ja auch irgendwo helfen, uns zu orientieren. Sehr geil, sehr geil. Ich freue mich mega. Meine, sonst wird hier, glaube ich, nicht viel zu holen sein in diesem Dorf. Zombies gibt es hier auch. Wir sollten hier auch schnellstens verschwinden, damit die Zombies hier nicht die Dorfbewohner platt machen. Also ich möchte nicht, dass dieses Dorf ausstirbt. Einmal haben wir das gehabt, dass so ein NPC-Dorf ausgestorben ist. Hier ist überhaupt keine Tür in diesem Haus. Wo ist denn die Tür? Könnt ihr mal vernünftige Häuser bauen, bitte? Meine Güte. Baut gefälligst vernünftige Häuser. Da kommt man gar nicht rein. So, kleine Häuser. Wir können ja mal stichprobenartig in eins reingehen. Die Tür ist oben. Da ist nichts drin. Da ist auch noch eine Tür. Da ist auch nichts drin. Ja, was soll in so einem NPC-Dorf auch sein. So, da hat sich gerade irgendwie eine Landschaft aufgebaut. Es hat gerade kurz gestockt. NPC-Dörfer, zugegebenermaßen, haben wir auch wirklich schon reichlich entdeckt. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so richtig Lust, mich hier umzugucken. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir hier vielleicht übernachten. Es wird nämlich gleich schon wieder dunkel. Vielleicht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man hier übernachtet. So, diese Sachen haben wir alles. Spinat, Ackerboden, bla 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 bla. Weizen ist hier angebaut. Das sieht mir nach einer... Oh ja, ist ja gut. Sag mal, das ist das Dorf ohne Türen irgendwie. Hier sind überhaupt kaum Türen in diesen Häusern drin. Und wenn, sind die unerreichbar. Auch diese Treppe ist so dämlich gebaut. So, hier ist nichts drin. Also ich habe auch noch nie ein NPC-Dorf von irgendwas Aufregendes gefunden. Da ist immer das Gleiche. Deswegen ist das jetzt auch völlig egal. Wir stellen jetzt hier unser Bett auf der Wiese auf und gehen schlafen. Und schützen somit die Dorfbewohner, dass denn irgendwas passiert. Es ist noch nicht ganz Nacht. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Guck mal, was der noch so hat. Ein Stempel. Na toll. Oh, das müssen wir uns echt irgendwie merken. Weizen. Ja, Weizen wäre natürlich jetzt geil gewesen. Weizen habe ich so viel. Smaragde, Walnuss-Setzling. Also hier gibt es einiges zu holen. So, eben mal die Nacht überschlafen hier. Und dann geht es auch schon weiter. Oh, ist das spannend. Ist das spannend. So. Wir trotten mal weiter. Ich überlege jetzt gerade mit dem Berg hier. Schon wieder irgendwelche Blumen eingesammelt. Ja. Die Richtung stimmt. Lass uns mal... Warte mal, welche Route können wir denn mal einschlagen? Wollen wir mal irgendwie so einen Bogen machen, irgendwie so, oder vielleicht, weiß ich nicht, dass wir beim NPC-Dorf da oben wieder rauskommen, oder wollen wir nach unten gehen, ich weiß es nicht. Lass uns vielleicht einfach mal hier langlaufen. Ist auch völlig egal, wir können überall langlaufen und finden sowieso immer irgendwas. Es ist egal, es ist egal. In diesem Zuge erinnere ich mich an einen Kommentar, der auch mal kam, ich glaube, der kam sogar öfters von mehreren Leuten aus der Community. Dass es eine der schönsten Stellen in diesem Let's Play ist, wenn man so auf Reisen geht. Weil das einfach total aufregend ist. Weil man so viele neue Sachen in so kurzer Zeit entdeckt. Was ist da hinten denn? Achso, das ist einfach nur ein Acker. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so ein Gebäude, so ein seltsames. Aber das ist nur ein Acker. So, dieser Berg ist jetzt gerade so ein bisschen nervig. Aber andererseits... Oh, Bergkühe. Andererseits ist das immer auch ganz cool, auf einen Berg zu gehen, weil wir da sehr viel sehen. Deswegen lass uns einfach mal die Arbeit machen und auf diesen Berg gehen. Lass uns das einfach mal tun. Ich glaube, das ist ganz nice. Lass uns das machen. Komm. Wir gehen auf den Berg. Bauen uns hier eine schöne Treppe nach oben. Wofür haben wir denn die schöne Schaufel? Das Problem bei dieser Schaufel ist, dass die einfach zu gut ist. Muss man schon sehr gefühlvoll schlagen. Das ist aber auch extrem hoch hier.
Aber wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben den Gipfel gleich erklommen. Selbst wenn wir runterfallen, wäre das nicht so schlimm, weil wir ja unseren Federfall haben. Unsere Federfallstiefel. So, da ist das Dorf. Wunderschön. Das Elefantendorf, was wir entdeckt haben. Und bei der Gelegenheit, die Elefanten sieht man jetzt gar nicht mehr, ne? Schon zu weit weg, sieht man nicht mehr. Oder doch? Nee, das sind alles Pflanzen. Also die Elefanten sind aus dieser Entfernung nicht mehr zu sehen. Aber insgesamt eine sehr schöne Ebene hier. Hätte man auch toll ein Haus bauen können. Wäre richtig Platz da gewesen für große Äcker und natürlich auch große Gebäude. Aber ist auch egal, ist auch egal. Wenn ich überlege, dass das gar nicht so weit von unserem Home weg ist. Na, hier ist unser Home, hier ist unsere Heimat. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist Atlantis. Ja, also es ist im Endeffekt gar nicht so weit weg. Es ist nicht so weit weg. Pilzkühe, Elefant... Elefant, Eumel. Eumel, der Elefant. Hallo, Bergkühe. Wie geht's euch hier oben? Oh, lass mal den Blick hier so ein bisschen runter wandern. Komplett unbekanntes Terrain. Das wollen wir ja nicht vergessen. Ich bin natürlich auch gespannt, was wir... Da ist schon wieder ein NPC-Dorf. Was wir noch so entdecken werden. Auch an Tieren. So, das müsste uns der Atlas aber auch zeigen. Ah, da siehst du direkt daneben noch ein NPC-Dorf. Mann, 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 echt. Mann, 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 direkt nebeneinander. Haben wir auch noch nie gehabt, dass so dicht nebeneinander gleich zwei Dörfer vorhanden sind. So, ich überlege jetzt gerade mal, inwieweit wir jetzt den Federfall ausnutzen. Ach, brauchen wir gar nicht. Wir können hier so wieder runter. Also zu diesem Village möchte ich jetzt trotzdem mal hin. Auch wenn ich glaube, dass wir da jetzt nicht sonderlich viel entdecken werden. Aber trotzdem ist das immer mal ganz schön, so ein Village zu besuchen. Durch den Wald. Guck links, guck rechts. Schönes Sumpfgebiet. So. Was erwartet uns denn hier? Außer subtropisches Klima. Akazien. Ich suche übrigens immer noch... Genau. Erinnere mich dran. Ich suche immer noch Eukalyptusholz. Immer noch. Ich möchte gerne ein grünes Haus bauen. Egal wie groß das ist. Ich möchte es einfach bauen. Ich weiß auch nicht warum. Ich möchte es einfach nur haben. Was macht ihr denn da? Warum steht hier alle in der Ecke? Dorfbewohner. 5 Diamanten gegen 1 Smaragd. Ja, genau. Geht's noch? Zwiebeln! Oh, wir könnten mit jedem Einzelnen hier handeln. Wir haben von allem... Also von jeder... was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus? Alter, was ist denn mit dir los? Ein Schlachter oder was ist das? Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Was zum Geier ist mit dir denn nicht in Ordnung? Aber Champignons haben wir jetzt gerade nicht da, aber... Ja, genau. 3 Smaragde gegen ein ganzes Bücherregal. Super. Du bist ja klasse. Was hat der denn hier eigentlich? Regenbogen-Curry? Was zum Geier ist Regenbogen-Curry? Regenbogen-Curry, was ist denn das? Nahrhaftes Festessen. So kurz. Wir haben doch... Haben wir nicht so ein anderes Ding letztes... Wir haben doch auf unserer letzten Reise auch so ein Regenbogen-Ding gefunden. Das war aber was anderes. War das Regenbogenspeck oder... Warte, war das irgendwie... Epischer Speck. Das war das hier. Das haben wir letztes Mal gefunden. Festessen. Also auch ein Festessen, was man aus Farbstoff herstellen kann. Daran erinnerte mich das jetzt gerade. Regenbogen-Curry. Ja, also wie auch immer. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Regenbogen-Curry. Wo stellt man das denn her? Sieht man nicht. Das Rezept sieht man nicht. Nahrhaftes Festessen. Pam's Harvest Craft. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's das. Gegen Smaragde bei diesen Dorfbewohnern.
Ansonsten, ganz normales NPC-Dorf. Ich denke, wir gehen einfach weiter. Sehr cool, das Dorf. Sehr cool. Da hinten ist ein Blumenfeld. Alter, bin ich erschrocken. Was ist das? Ich muss jetzt nachgucken. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das für ein Tier? Mal, kannst du dich mal zu mir drehen? Wieso drehst du dich immer weg? Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist. Sorry. Einige werden jetzt sagen, der Fabi ist doof, aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Bitte schreib's in die Kommentare. Ich werd's zum Ende der Folge auch wissen, weil ich dann sofort nachgucken werde, aber schreib's trotzdem gerne mal für andere, die es vielleicht auch nicht wissen, gerne in die Kommentare rein. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Da. La 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 la, ganz entspannt. Es muss irgendwie so ein... Sind das Rehe? Nein. Die machen doch nicht solche Geräusche. Das könnte aber wirklich Rehe sein. Es könnten Rehe sein, vor allen Dingen jetzt, wo ich das Große sehe. Das andere war ja ein Kleines. Vielleicht sind das Rehe. Blumenfeld, das möchte ich ja nun. Hier haben wir wieder Fische. Wahrscheinlich Piranhas. Oder sind das normale? Was haben wir eigentlich für einen Helm mitgenommen? Ich überlege gerade. Haben wir eigentlich so einen Wasseraffinitätshelm mit? Atmung, ja genau, wir haben einen Wasseraffinitätshelm mit. Immer noch der von Atlantis. Lass uns einmal zum Blumenfeld gehen. Komm, das gucken wir uns einmal an. Und dann müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Weil wir jetzt an einem Meer angekommen sind halt. Und da ist immer die Frage, rüber oder irgendwie drumherum? Wir können doch erstmal drumherum, weil es ist ja so viel Land, was wir dann nicht sehen, wenn wir jetzt einfach... Warte, was? Wolf? Das ist ein Wolf. Gerade so ein bisschen Schiss. Alter, was ist denn... Big Cat. Ein Puma oder sowas ist das. Okay, warte mal eben. Big Cat, das wird ein Puma sein, denke ich. Es wird ein Puma sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Nehmen wir wieder das kleine Kreuz hier. Puma, Rehe. Machen wir die Rehe gleich mit. Ist ja dunkel. Nicht runterfallen. Oh, 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 oh. Die dunkel. Oh, diese Geräusche, ich werde irre. Lass mich schlafen! Okay. So, Blumenfeld. Einmal den Blick schweifen lassen. Ich habe diese Zoom-Taste früher nie benutzt. Ich benutze sie voll gerne auf Reisen jetzt. Ein Puma im Blumenfeld. Das ist der sogenannte Blumenpuma. Der sich nur von Blumen ernährt, den ganzen Tag. Das ist kein Fleischfresser, nein. Der ernährt sich nur von Blumen. Ist so. Ist eine Unterart des normalen Puma. Ist schon sehr cool. Ist schon sehr cool, wie das hier aussieht. Lass uns mal... So, machen wir wieder raus hier. Lass uns mal hier in Atlas so ein bisschen... Also, dass wir jetzt in so kurzer Zeit hier so viel eintragen, das überrascht mich total. Also das Blumenfeld sieht man hier schon. Machen wir ein großes Kreuz, weil das Feld groß ist. Blumenfeld. Blumenfeld. Oder nehmen wir ein anderes Symbol?
Nö, das ist schon ganz okay. Was ist das denn hier? Ein Grabstein? Lass mal das große Kreuz nehmen. Das ist schon... ist schon gut. Blumenfeld. So, Richtung. Lass uns mal orientieren. So, da müssen wir... nee, da müssen wir nicht hin. Da kommen wir wieder zurück. Da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja weiter geradeaus. Wir wollen ja eigentlich weiter hier hinlaufen. Allerdings ist das Meer da, wie gesagt. Jetzt haben wir uns eigentlich mehr unfreiwillig für den Süden entschieden. Und gehen wieder nach Süden. Lass uns mal ein bisschen weiter quasi um das Meer herumgehen. Und mal gucken, was wir da entdecken. Also... ah, das Meer ist jetzt da vorne. Ich würde sagen, lass uns mal in der Nähe des Meeres bleiben. Ich überlege gerade, ob wir die Blumen einfach mal mitnehmen. Ich meine, für Farbstoff. Kann man aus den Dingern Farbstoffe machen? Geht das? Ich bin mir gerade unschlüssig. Hier sind überall Pumas. Man hört die, man hört jetzt immer zwischendurch immer noch mal einen Puma. So, hellgrauer Farbstoff. Roter Farbstoff. Also aus diesen Tulpen kann man sehr gut Farbstoffe machen. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein paar von den Tulpen mit. Lass uns einfach mal ein bisschen was mitnehmen, damit wir Farbstoffe machen können. Mehr Farbstoffe, vielleicht nochmal irgendwie so eine Farbstoffecke irgendwo aufmachen. In unserem Haus wird es nicht mehr passen, vom Platz her. Aber warum sollen die alle stehen bleiben? Man kann die auch mal so ein bisschen abernten. Einfach mal so ein bisschen mitnehmen hier, so ein paar Tulpen. Als Erinnerung, dass wir hier waren. Wir wollen ja auch unsere... oh Gott, habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo, Big Cat. Schön, dass du harmlos bist. 100%ig ein Puma. 100%ig. Ah, sehr cool, dass es den in verschiedenen Farben gibt. Sehr cool, echt. So, was haben wir denn jetzt gesammelt? 19, 27, 14. Noch ein bisschen mehr. Huh, Wespe! Ja? Alter, bist du, was bist du für ein Riesenvieh? So ist es ja am einfachsten, ne? So, haben wir genug? Haben wir genug? Oder wollen wir noch mehr mitnehmen? Hier ein paar von den pinken Dingern noch mitnehmen. Die anderen Farbstoffe sind relativ einfach. Aber pink ist nicht so häufig. Obwohl, ich glaube nicht, dass wir pink so häufig brauchen. Aber gelb ist auch nice. So, ich würde sagen, das reicht. Ich würde sagen, das reicht mit den Tulpen. Noch einmal zurück. Und dann ist es auch gut gewesen mit den Tulpen. Zack, 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 zack. Und mit dem Blick auf ein großes Tulpenfeld, was ich echt richtig klasse finde, ich sagte es schon, schließe ich diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Unsere Reise wird noch sehr, sehr lange dauern. Und wir werden noch sehr, sehr viel sehen. Aber das, was wir auf unserem ersten Teil der Reise gesehen haben, war schon echt viel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so schnell quasi fast unter unserem Haus so viel entdecken werden. Und wie gesagt, da kommt noch einiges hinzu. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.